Zweiter Teil oder nächster Teil, es geht nochmal um dieses Streifen- und das Säulendiagramm. Wenn ich mit absoluten, und auch hier habe ich es gemacht, Häufigkeiten arbeite, dann geht es vielleicht bei kleinen Klassengrößen. Bei kleinen Klassengrößen bis 20 Kästchen auf dem Papier hat man alle mal. Was ist denn, wenn ich aber eine Schulvergleichsarbeit auswerte oder eine bundesweite? Nehmen wir mal bloß eine Schulvergleichsarbeit mit 500 Schülern zum Beispiel. Da müsste ich 500 Kästchen nehmen. Wir müssen uns noch mit dem Begriff relative Häufigkeit auseinandersetzen, denn wir wollen jetzt zum Tortendiagramm oder Kreisdiagramm, kann man auch sagen, wollen wir dazu kommen. Und ich mache die drei Diagrammarten alle hier rein, aber da müssen wir vorher noch mal was überlegen. Relativ, was heißt relativ? Das bedeutet bezogen auf. Und jetzt kommen wieder unsere Erkenntnisse aus der Prozentrechnung. Jetzt teilen wir das auf. Wir haben 20 Schüler, wir bleiben mal bei unseren Noten und haben die entsprechende Verteilung. Und jetzt könnte man sagen, wir nehmen mal die 8 und die 8 Zweien und die 2 Einsen. Die bilden doch die Hälfte der Klasse. Die bilden also 50%, kann man sagen, ne? Wobei wir noch genau ausrechnen müssten, wie viel 8 dann sind, wie viel Prozent und wie viel 2 sind. Und wenn ich dann sage, die anderen bilden die andere Hälfte, könnte ich mal ganz grob was machen. Ich mache das auch mal ganz grob. Ein Kreisdiagramm. Achtung, jetzt nicht schimpfen. Ich mache. Nee, so schlimm nicht. Ich mache mal einen kleinen Kreis und sage, das eine sind die Guten und das andere sind die Schlechten. Ja, jetzt hätte ich das so aufgeteilt. Nicht gut. Nicht schön. Besser und übersichtlicher ist, wenn man im Kreisdiagramm dann eher sowas macht, dass man sagt, ich teile es auf. Das könnten die Einsen sein, das sind die Zweien, das sind dann die Dreien und dann Vieren, Fünfen und so weiter. Dass ich das praktisch wie in lauter entsprechend große Tortenstücke zerschneide. Das wird ein Kreisdiagramm werden. Das machen wir dann an der Stelle hier nochmal ausführlich. Ich lasse es jetzt erstmal hier. Und wir müssen uns jetzt aber nochmal schnell mit der relativen Häufigkeit beschäftigen. Und die rechnet man ganz einfach. Ich mache mal kurz Pause und schnapp mir mal die Tabelle und wir rechnen dann unten mal die relativen Häufigkeiten aus. Um diese relativen Häufigkeiten zu ermitteln, habe ich jetzt nochmal hier oben unsere Verteilung der Noten, den Schlüssel hier unten runter kopiert. Und wir wissen, es waren 20 Schüler. Und jetzt machen wir bloß Folgendes. Die relativen Häufigkeiten, die werde ich jetzt mal hier unten praktisch in einer zusätzlichen Tabellenzeile mit anfügen, weil wir die ganz schnell ausrechnen können. Wir sagen, wir teilen 2 durch 20. 2 Zwanzigstel ist ein Zehntel. Ein Zehntel sind umgerechnet, wie viel Prozent? Gut, also, hier unten kommen die relativen Häufigkeiten rein und wir nutzen einfach unsere Prozentrechnungskenntnisse, 10%. Nochmal, warum? Ich mache es nochmal ganz schnell ausführlich. 2 Zwanzigstel. Entweder ich erweitere auf Hundertstel mit 5, ne, dann habe ich hier 2 mal 5 ist 10 und hier unten steht jetzt die 100 und Hundertstel heißt ja Prozent, deswegen kann ich sagen, das sind 100%. Gut, versuchen wir das mal im Kopf mit der 1, denn das geht ja ganz schnell. Wenn das 10% sind, zwei Leute sind 10%, dann ist ein Leut logischerweise wie viel? Oh, habe ich genau verstanden, 5%. Danke. Ist da die Hälfte davon. Hier auch. Ich lache jetzt deswegen, weil ich hier nämlich beinahe sowas hingeschrieben hätte. Kleinen Moment. Wir haben uns geeinigt. Ich wäre hier nämlich beinahe weggerutscht. Nicht wegen der Antwort, sondern weil ich so dumm stand. 15% müssen das dann sein. Wenn ein Leut 5% bilden, müssen drei Leute 15% sein. Dann müssen fünf Leute, ein Leut ist 5%, 5 Leute, 25% sein. Merkt ihr was? Das geht manchmal ganz schnell. Hier in diesem Beispiel geht es am allerschnellsten. Und jetzt könnte ich Folgendes machen. Ich zähle alles zusammen und sage dann, was übrig ist, schreibe ich hier rein. Oder ich sage, 8 mal 5 ist 40. Ne? 40% sind dann die. Und das hier, das ist die sogenannte relative Häufigkeit. Relativ, weil die Zahl 2 bezogen auf 20 Schüler, bezogen auf, relativ heißt bezogen auf. Nur noch ein kleines Beispiel, man könnte zum Beispiel zu einem Schüler sagen, der bis jetzt immer eine 6 geschrieben hat und schreibt jetzt endlich eine 4, eine 4 ist auch nicht das Pure, und schreibt aber nach vielen, vielen Sechsen endlich eine 4, könnte man sagen, der ist relativ gut. Bezogen auf seine anderen Leistungen ist er jetzt nämlich
Gut. Bezogen auf heißt relativ. Gut. Jetzt sind wir in der Lage, hieraus was zu machen. Und zwar unser Tortendiagramm. Und das werden wir dann hier entsprechend der Übersicht halber erstmal hier entwickeln. Und ich werde es dann hier oben rein kopieren, damit wir alle Häufigkeiten schön da haben. Ihr macht es, nachdem ihr geguckt habt, gleich. Oder? Nö, ich mache es gleich. Und zwar werde ich das hier gleich reinmalen. Ihr macht es mal, wenn es geht, so rund wie möglich einen schönen großen Kreis, der hier gut reinpasst. Aber wir schreiben drüber Torten beziehungsweise Kreis Bindestrich Diagramm. Und dann, jetzt mache ich gleich Pause und dann sehen wir uns wieder. Jetzt sind wir hier am Überlegen, wie können wir denn den Kreis teilen? Wir haben keine glatten 50%, dann wäre es leicht. Sondern dagegen haben wir 5%, 15% und so weiter und so fort. Jetzt haben wir uns was anderes überlegt. Ich mache mal eine Nebenrechnung, bloß mal zum Zeigen. Das ist eine Verhältnisgleichung. Wenn ich sage 360 Grad, nämlich von hier einmal komplett rum, 360 Grad sind 100%. Dann kann ich auch sagen, wie viel 1% ist, nämlich 3,6 Grad. Das hatten wir eben gerade überlegt. Wussten die Schüler? Und davon ausgehend könnte ich auch sagen, wie viel sind denn dann 5 Grad? Dann mache ich das einfach so. Dann sage ich hier 5 Grad. Und ich weiß es noch nicht, also heißt die ganze Sache mal 5 Grad. Und ich kann die ganze Sache immer ausrechnen. Aber ich kann auch sagen, wenn ich weiß, dass ein. Was denn, Clement? Gut, es ging um die entsprechenden Gradzahlen. Das kann ich jedes Mal ein bisschen umständlich machen. Ich kann es aber auch ein bisschen leichter machen. Denn eins haben wir hier schon wieder frei Haus geliefert. Und wir machen das mit den Gradzahlen, um ein Winkelmesser einzusetzen. Guckt mal hier, hier haben wir nämlich 10 Grad. Das ist schön. Wenn wir sagen 10, 10%. Wir haben nämlich 10%. Wie viel Grad müssen es dann sein? Dann ist es einfach 36 Grad. Logisch? Und so kann man sich jetzt hier drunter für den Winkelmesser, den wir nämlich einsetzen, denn wir wollen es schon etwas genau machen, kann man sich hier drunter dann hinschreiben Winkel, damit man das Tortendiagramm ganz schick machen kann und damit es auch wieder aufgeht. Wenn ich nämlich hier die Winkel alle aneinanderreihe und zum Schluss bleibt irgendwas übrig, dann stimmt was nicht, ne? Dann habe ich Mist gemacht. Also mit dieser Nebenrechnung kommt man da ganz gut weiter. Und wir haben uns eben überlegt, dass 10% ja 36 Grad sind. 36 Grad. Dann ist 4 mal so viel. Oder nur die Hälfte. Die Hälfte geht wieder leicht. 18 Grad. 18 Grad. 3 mal so viel sind 54 Grad. Und die anderen beiden rechnet ihr mal aus. Also, wir haben jetzt eben auch den Rest ausgerechnet. Ne? Kann man dann so ganz schnell machen. Passt hier ganz gut zusammen. Moment, hier gibt es doch noch eine Frage. Gut. So, dann könnte ich Folgendes machen. Dann sage ich, wenn ich das kontrollieren will, ob das insgesamt wie eine, das müssen nämlich 360 Grad ergeben, dann kann ich sagen, die 36 plus 144 plus 90 muss insgesamt 360 Grad sein. Das kontrolliert mal sicherheitshalber. Und wir haben gerade kontrolliert, das passt. Übrigens, 2 plus 8 hatten wir zu Anfang gesagt, das sind 10 Schüler, das sind die Hälfte. 36 und 144 sind 180 Grad, die Hälfte von 360 Grad. Und dann haben wir den Rest auch nochmal kontrolliert. Das kann man abspalten. Immer schnell und effektiv rechnen. Gut, also, jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt legt man dann ein Winkelmesser an, man beginnt. Und zwar, jetzt nicht wieder so wie beim Median ordnen, sondern der Reihe nach ordnen, wie wir es auch beim Säulendiagramm gemacht haben. Dann fangen wir also an und sagen, die 1, da machen wir ein rotes Tortenstück draus mit 36 Grad. Habe ich jetzt hier auf dem Computer ein bisschen Problem, aber ihr könnt 36 Grad von hier aus direkt messen. Macht's mal. Wir sehen uns dann wieder, wie das dann aussehen muss. Ich habe es doch hingekriegt. Ich habe ein Winkelmesser hier draufgelegt. Ich habe hier einen Hilfsstrich gemacht. Von hier bis hier gemessen. 36 Grad. Also es geht doch, was hier kommt, wird dann also doch schön sein. Ich habe jetzt hier mein Winkelmesser angelegt und ich habe gemerkt, dass ich Mist gemacht habe. Denn insgesamt müsste es 180 Grad sein. Ich habe das extra mal gemacht, damit man das sieht. Hier sind so 2, 3 Grad zu viel gewesen. Also immer ganz genau anlegen und den Mittelpunkt nicht aus dem Auge verlieren. Ich habe jetzt von hier bis hier 144 Grad angetragen. Das kann also ein bisschen schief gehen, sieht man. Da kann man Mist machen. Und damit der Mist nicht zu groß wird,
Hätte ich in diesem Fall sagen sollen, Moment mal, 144 und 36 sind 180, dann lasse ich den Strich hier, den mache ich natürlich nicht hier hin, sondern ich gehe ganz genau senkrecht runter. Dann bin ich nicht bei dem Hilfsstrich. Das kann man in so einem Fall vermeiden, weil nämlich das ganz glatte, na komm, ganz glatte 180 Grad ergeben müssen. Okay, und so weiter. So, jetzt haben wir hier mit einiger Mühe dieses Kreisdiagramm entsprechend diesen Winkeln angetragen. Ich hatte Glück. Bei 90 Grad konnte ich hier von den 180 aus genau 90 Grad einen rechten Winkel antragen. Das war ganz leicht und der Rest war dann leicht aufzuteilen. So sieht das aus. Hier sind noch die Hilfsstriche, die macht man dann hinterher mit dem Ratzer wieder weg, damit das ein sauberes Kreisdiagramm wird oder Tortendiagramm. Wie das dann, was das dann aussagt, ist eine ganz andere Geschichte, aber man kann relativ übersichtlich etwas daran erkennen. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir unser Tortendiagramm fertig, wir haben das betrachtet und wir haben uns gesagt, verdammt Juche, Streifendiagramm für Noten nicht unbedingt gut und schon gar nicht mit absoluter Häufigkeit zu gebrauchen. Hier haben wir zwar eine relative Häufigkeit eingesetzt, aber auch das ist nicht so aussagefähig im Moment wie ein Säulendiagramm, haben wir uns gesagt. Aber dass man mit Tortendiagrammen eine super Übersicht über seine eigene Persönlichkeit gewinnen kann, das wird in einem Extra-Video erklärt werden. Wir machen ein psychologisches Experiment und da braucht man Torten- oder Kreisdiagramm auf jeden Fall. In diesem Fall, wie gefällt euch für die Noten dieses Tortendiagramm? Mir auch nicht.